Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos mit Melanie und Angelo und Luke, der unbedingt heute mal mit dabei sein will. Vielleicht taucht er nochmal auf, wir müssen aufpassen. Er mag es, in Brettspielkartons zu kratzen, deswegen muss ich mal kurz alle gechillt hin. Alles ist gut. Schön, dass ihr wieder reinschaut zu unserem Adventskalender mit dem Türchen Nummer 27. Ich musste kurz überlegen, weil ich abgelenkt war vom kleinen Luke. Ihr seht, wir haben das Outfit gewechselt, es geht Richtung Silvester. Es ist immer noch kalt da draußen, das weiß auch BB-8. Ich muss Luke angucken, er sieht süß aus. Ja. Wir kommen wie immer zur Auflösung von gestern. Die Auflösung von gestern waren ja die vier Charaktere, die euch Brettspiele vorgestellt haben. Ich glaube, ich habe die Charaktere jetzt nur ein bisschen durcheinander gemischt. Ja, ist nicht so schlimm. Ich fange an. Die Familie Meyer, sie besitzt 25 Hektar mit einer Burg in der Mitte. Da habe ich ganz kurz an Carcassonne gedacht. Stimmt doch aber gar nicht. Ist nämlich King Domino. Ja. Ja, habt ihr diese kleine Burg und müsst außenrum so dominomäßig diese Gebiete puzzeln. Dann habe ich hier noch die Familie Richter-Winter. Die hatte, glaube ich, auch Melli gestern. Das war mit dem Wolfsgeheul. Davon gehen wir mal stark aus, dass es Werwölfe ist. Das bekannte Deduktionsspiel, das es, glaube ich, seit 1000 Jahren schon gibt. Ein tolles Deduktionsspiel mit dem Nachteil, dass, wenn einer früh rausfliegt, er den Rest des Abends zugucken muss. Genau, jetzt muss mir Angelo kurz bei Familie Koch helfen. Ja. Eigentlich war es seins. Und da war ja Erik mit dem QR-Code auf dem Beweismaterial. Und ja. Luke liebt Anschluss seine Dingens hier. Deswegen könnte es gefährlich enden. Ich schwebe quasi in Lebensgefahr. Ich werde Luke wegmachen, während ich euch sage, was das Rätsel dieser Familie ist. Es ist nämlich, ich muss hier drüben ablesen, es ist Chronicles of Crime, deswegen welches bei der Spieleschmiede erschienen ist. Ich hätte es auch so gewusst, ich habe nur den Titel leider nicht mehr im Kopf gehabt. Chronicles of Crime, das ist quasi auch so eine Art Adventure, Exit, Room Game, Detective Game, wo ihr mit dem QR-Code mit eurem Handy und App alles abscannt und dadurch wunderbare 3D-Sachen angezeigt kriegt. Genau. Das ist das. Und das Luke außer Rand und Band. Luke ist schon in Partylaune. Ihr seht es hier hinten, der macht hier voll und ganz alles mit. Das Ganze gibt es jetzt auch als Kinderspiel, haben wir tatsächlich zu Weihnachten verschenkt einmal. Und ja, die Geschwister Hoffmann, was soll es auch anderes gewesen sein? Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen überhaupt erwähnen darf, soll oder tu. Ja. Es ist natürlich Monopoly. Monopoly. Monopoly auch genannt. Oder Monopoly, weil das ist ja so ein tolles Spiel, da vereint sich alle am Tisch und... Ihr habt es wieder gewusst. Wunderbar. Was kann man heute gewinnen, Melli? Heute kann man ein tolles Paket gewinnen. Und zwar einmal von Spieletastisch ein So-Kleber. Und da das Paket aus der Schweiz ein bisschen zu spät ankam, gibt es noch dazu ein Animal Kingdoms dazu. Also heute gibt es Animal Kingdoms und so clever als ein Paket, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Das ist wirklich ein richtig tolles Spiel, auch für 5 Personen, also das Familienpaket eher. Es geht um Mehrheiten, die man hier in gewissen Gebieten haben möchte, damit man Punkte macht. Und so clever? Und so clever ist ein sehr cleveres Spiel, bei dem wir kooperativ versuchen, nur anhand, das wäre eigentlich auch eine Rätselidee, hoppala, Begriffe zu finden. Denn ich habe hier so ein Kleeblatt und da schreiben wir ein Wort hin und aufgrund dieses einen Wortes werden nachher hier so Täfelchen reingelegt und dann müssen die Mitspieler versuchen herauszufinden, was denn dieser Mitspielende versucht hat, den Mitspielern hier näher zu bringen. Heute haben wir wieder ein Gasträtsel für euch. Der liebe Dave hat sich nämlich was ausgedacht. Er hat ein sehr komplex aussehendes Rätsel uns geschickt, welches kommt immer wir noch euch nicht damit vorstellen klar. sollen. Es geht im Grund nur darum, dass, wie war nochmal der Hintergrund in die Geschichte? Der Weihnachtsmann ist mit seinem Schlitten vorbeigerast. Der Weihnachtsmann, ja. Also Weihnachten ist ja vorbei, das wissen wir ja jetzt alle. Und er war natürlich sehr hurtig, zügig unterwegs und hatte allerhand durcheinander geworfen. Und ihr müsst jetzt ein Lösungswort finden. Dazu gibt es jetzt gleich ein paar Fragen und ihr müsst hier entsprechend einem Spiel diesen Buchstaben nehmen und an diese Position setzen. Den Anfangsbuchstaben des Spiels? Nein, ein Buchstaben, das steht dann dran, zum Beispiel Buchstabe 1 und der muss auf Position 6 zum Beispiel. Dann nehmt ihr diesen Buchstaben, setzt den auf Position 6. Manche Buchstaben kommen öfters vor, damit ihr nicht ganz so viel rätseln müsst. Und am Ende habt ihr ein Lösungswort. Und dieses Lösungswort schreibt ihr einfach unten in die Kommentare rein. Würde ich sagen, Rätsel ab. Thank you.
das war das Rätsel vom lieben Dave. Dave und Ina, Ina und Dave, sie haben uns ja auch schon mal am Anfang des Adventskalenders ein Rätsel geschickt. Es ging damals um Village. Da haben sie diese rote Beete Spaghetti gehabt. Das ist also Dave, falls ihr ein Gesicht hinter diesem Rätsel haben möchtet. Wir wünschen euch jetzt viel Glück beim Rätsel lösen, viel Spaß beim Rätsel lösen und dann sehen wir uns morgen schon wieder mit Türchen Nummer 28. Ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf, ihr freut euch drauf. Bis morgen. Ciao.